Hallo und willkommen zum Halloween Special. Jetzt fragt euch bestimmt, wer ist das? Ich bin euer schlimmster Albtraum. Und ich werde euch heimsuchen. Ich frag mich, was mit Daniel passiert ist. Tja, der liegt irgendwo im Wald und wird wahrscheinlich gerade verbluten und leise sterben. Gefällt euch das auch, wenn ihr Glück habt? Vielleicht auch nicht. Seid gespannt und freudig auf ein ganz besonderes Video von mir. Vielleicht kommt auch Daniel vorbei. Vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Was war das denn gerade eben? Naja, egal. Herzlich willkommen zum Halloween Special 2016 auf meinem Kanal. Und zwar haben sich ein paar Leute zusammengetan für ein Halloween Special. Niki von Niki Pallas Bücherwelt hatte die Idee dafür. Und jeder Teilnehmer hat ein mysteriöses Paket bekommen von ihr. Und meins wäre hier. Mit mysteriösen Inhalt, mit sehr unheimlichen Inhalt wahrscheinlich. Sie hat nichts gesagt, nur dass es wahrscheinlich sehr unheimlich und gruselig sein wird. Und damit ihr besser seht, was da drin ist, werde ich jetzt gleich mal das Licht einschalten. Oder die Fenster aufmachen. Ich weiß selbst eigentlich, was drin ist und ich bin sehr gespannt. Und ich habe irgendwie Angst. Irgendwie bin ich halt gespannt. Ich bin bewaffnet mit einer Schere und einem Paket. Ich muss jetzt schauen, wie ich es aufmache, weil es sehr gut zugeklebt ist. Das Paket ist schon mal offen und ich habe Angst, dass mich was anspringt. Seht ihr was? Das ist schon mal eine Karte. Von Niki ihren Büchern. Ich schaue jetzt einfach nicht rein. Da ist ein Brief. Soll ich den vielleicht zuerst lesen, bevor ich das andere raustue? Ich lese mal zuerst den Brief. Da steht drauf. Willkommen zum Halloween Book Tag 2016. Sobald du diesen Briefumschlag öffnest, gibt es kein Zurück. Bist du bereit, dich den Herausforderungen zu stellen? Ja, ich bin definitiv bereit. Mal gespannt bin. Das sieht ja cool aus. Sehr, sehr cool. So cool gestaltet. Gute Entscheidung. Ich heiße dich herzlich zu dieser teuflischen Fahrt willkommen. Solltest du alle Herausforderungen meistern, winken dir zwei Goldmünzen aus dem berüchtigten Bücherwurm-Piratenschatz. Viel Erfolg! Erstens, wir beginnen mit den vergifteten Gegenständen. Dann haben wir das Schlimmste hinter uns. Nehme das gelbe Päckchen an dich, öffne es jedoch noch nicht. In ihm befindet sich besagte Grausamkeit. Dinge, die du blind nacheinander zu dir nehmen musst. Lege jedoch zur Sicherheit noch ein Taschentuch bereit. Du wirst dann verstehen, wofür du es brauchst. Bereit? Gut. Dann genieße jetzt meine grausamen Dreingaben. Danach kannst du weiterlesen. Okay. Ich habe Angst. Das gelbe Paket. Gelbes Paket. Hier ist das gelbe Paket. Soll ich jetzt blind machen? Dass ich die Mütze auf habe. Ha. Das wird es auch aufbekommen. Ich habe Angst. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Aber ich lasse mich mal überraschen.
Ich weiß auch nicht, ob es in der Kamera ist oder nicht. Was ist denn das? Gott. Wie geht das auf? Das ist ein Pulver. Es knistert. Ist noch was drin? Wie ist das doch noch? Ich muss mal nehmen. Lecker. Das war gleich alles, oder? Naja, ich denke mal, Aufgabe 1 wäre erfüllt. Zweitens, nachdem du die Süßigkeiten überlebt hast, wovon ich ausgehe, wenn du dies hier lesen kannst, möchte ich gern wissen, welches. Erstens, das Buch ist, das den sauersten Nachgeschmack in dir hinterlassen hat. Den sauersten Nachgeschmack hinterlassen hat, war. Ich würde jetzt mal einfach sagen. Entweder Final Cut von Veit Itzold oder Fakebook von Alexander Bräucher. Ich tendiere eher zu Fakebook, weil Fakebook eines der schlimmsten Bücher war, die ich je gelesen habe. Einfach so schlecht geschrieben, sehr viele Schreibfehler und einfach die Umsetzung war total daneben. Das ist definitiv Fakebook von Alexander Bräucher. Zweitens, welches Buch in dir einen regelrechten Gefühlsregen verursacht hat? Gefühlsregen? Oh Gott. Schwierig. Gefühlsregen hat eigentlich nur ein Buch eigentlich wirklich geschafft. Und das war Der beste Freund, den man sich denken kann, von Matthew Dix. Das Buch fand ich sehr genial und das hat sehr viele Gefühle mehr heraufbeschworen. Definitiv das Buch hätte mich auch fast zum Weinen gebracht. Ohne fast. Drittens, und welches Buch dich so überrascht hat, dass du es vor knisternder Spannung in einem Rausch verschlungen hast? Moment. Kann sehr auch wohl. Wenn ich weiß, was es ist. Das war definitiv die Blutschule von Max Rode alias Sebastian Fitzek. Das Buch habe ich, glaube ich, in ein, zwei Tagen durchgelesen. Es war so genial, hat mir so, so gut gefallen. Und definitiv sehr, sehr cool. Drittens, geschafft. Gut. Dann offenbare ich dir jetzt, dass das Schlimmste in Wahrheit erst noch kommt. Aber wir fangen mit dem Harmlosesten an. Versprochen. Nimm das blaue Päckchen. In ihm ist ein verfluchter Gegenstand, der einmal unserem Bücherwurmpiraten gehört hat. Leider hat sich das Objekt durch einen Fluch ein wenig verformt, wodurch es nicht mehr ganz ansehnlich ist. Deine Aufgabe besteht nun darin, die Augen zu schließen, es zu öffnen und durch Tasten herauszufinden, was du in der Hand hältst. Bist du dir sicher, dann beantworte die folgende Frage. Okay. Das blaue Päckchen. Wo ist mein Pack? Da. Das blaue Päckchen. Ich habe hier einmal das blaue Päckchen und ich werde es mit einer Mütze aufsetzen. Ich werde jetzt aufmachen.
Bin mal gespannt. Hier ist jetzt mal. Das ist eigentlich nicht schwierig. Nee, das ist klar. Ich weiß, was es ist. Es ist ein Totenkopf. Habe ich recht? Yay! Ein Totenkopf. Bin ich gleich umgewiffen. Mist. Ups. Einmal Totenkopf. Bist du dir sicher, dann beantworte folgende Frage. Welchen Buchcharakter würdest du am liebsten den Tod wünschen und weshalb? Uff, welchen Buchcharakter würde ich den Tod wünschen? Mir fällt jetzt wirklich keiner ein, dem ich jetzt den Tod wünschen würde. Weil mich irgendwie keiner so aufgeregt hat. Oder irgendwie genervt hat oder sonstiges. Und ich habe das auch irgendwie gar nicht in der Hand. Wen ich jetzt den Tod wünschen würde und wen nicht. Mir fällt auch echt gerade keiner ein, wen ich den Tod wünschen würde. Ich habe das auch direkt wirklich nicht in der Hand. Das haben die Autoren so entschieden, ob sie den töten oder nicht. Zweitens, nachdem das geschafft ist, darfst du nun zum ersten schwarzen Päckchen greifen. Wähle das, auf dem keine Zahl steht. Verfahre wie oben und achte darauf, dass es noch einmal extra eingepackt ist. Es ist durch eine einfache Klebeleiste gesichert, die leicht aufzuziehen geht. Okay. Das Schwarze mit keiner Zahl drauf. So. Das ist eine Zahl drauf. Das ist auch. Hä? Da ist aber keine Zahl drauf, da ist auch keine Zahl drauf. Und auch da ist eine Zahl drauf. Okay. Da ist keine Zahl drauf, wenn ich es richtig sehe. Da ist keine Zahl drauf und ich verfolge wie beim zweiten Package. Das ist eklig. Es ist klebrig. Es ist. Tipp mal auf irgendein komisches. Bestimmt irgendein Insektenviech. Käfer, Spinne oder sowas in der Richtung. Es klebt sogar. Ich tippe auf irgendein klebriges Spinnentier oder Insektentierchen. Oder so in der Richtung. Das ist süß. Gar mal so eklig. Das ist süß. Aber es klebt. Es ist eklig. Was ist denn das? Das ist Sticky. Was genau ist das? Steht nicht drauf. Steht da drauf? Nein, auch nicht. Ich tue es mal wieder da drauf. Es klebt. Sticky. Süß. Nun beantworte folgende Frage. Wenn du dir sicher bist, was beantwortest, wenn du dir sicher bist, was es sein könnte. In Büchern gibt es oft auch Wesen, die teilweise eklig, scheußlich, angsteinflößend sind und dennoch einen guten Kern besitzen. Welcher fällt dir spontan ein? Da fällt mir ein Wesen von Nightmares, die Schrecken der Nacht, ein. Ich weiß nicht, wo ist der Clown? Ich glaube, es war der Clown, wenn ich mich richtig erinnere. Der sehr angsteinflößend ist, aber einen sehr guten Kern hat. Doch, ich glaube, es war der Clown. Ich kann mich aber auch in irgendein Wesen von Nightmares auf jeden Fall. Fällt es aber gerade nicht ein, ob es der Clown war, aber ich glaube, es war der Clown. Drittens, greife nun das Pack nun zum Päckchen mit der Zahl 2 und verfahre wie oben. Verrate uns diesmal folgende Frage, nachdem du ertastet hast, was es ist.
Okay, Päckchen 2. Das war, glaube ich, das Runde. Das ist da. Päckchen 2. Die 2 sieht man nicht so gut. Aber ich mache jetzt wieder meine Mütze runter. Päckchen 2, Päckchen 2. Wo ist es? Wo ist es? I. Wo ist es hingelegt? Mensch. Da. Macht das Spaß, das ist voll cool. Sonst kommt es nicht auf. Das hat sich sehr gut zugeklebt, die Niki. Ach man. Hier sitzt zuerst, das ist das, der Gegenstand. Und es fühlt sich an wie eine Skeletthand. Doch, das wird eine Skeletthand sein. Fühlt sich auf jeden Fall so an. Die schaut Die fühlt sich auch so komisch an. Ich kenne eine Gruselgeschichte, in der einem Langfinger die Hand abgehackt wurde. Dabei war dieser Mann unschuldig. Aus diesem Grund verfolgte die Hand die wahren Täter und erwürgte diese in der kommenden Nacht. Welches Buch hat dich im negativen Sinne noch nach dem Lesen lange verfolgt? Im negativen Sinne? Puh, das sind Fragen. Im negativen Sinne verfolgt. Im negativen Sinne verfolgt. Ich weiß nur eins Buch, das mich im positiven Sinn eigentlich noch verfolgt hat. Das ist ja auch im negativen, weil es ja brutal war. Und da ich es einfach mal, das war Sein Schmerz von Rev James White. Dieses Buch hat sich in mein Hirn angebrannt. Aber eher im positiven Sinne als im negativen Sinne. Aber im negativen Sinne auch, weil es wirklich sehr bestialisch und brutal war, dieses Buch. Und so mega genial und boah, das klingt immer noch in meinem Kopf fest. Und da würde ich sagen, dieses Buch. Viertens, fast geschafft. Endspurt. Greife nun zum letzten Objekt, aber ich warne dich vor. Du könntest dich beim Ertasten erschrecken. Es ist noch einmal zur Sicherheit extra eingepackt. Du musst den Aufzieher ertasten und es auf die Hand ausschütten. Am besten über einem Tisch, nur falls du es vor Schreck fallen lässt. Nachdem du erraten hast, was es ist, beantworte uns die letzte Frage. Ich habe jetzt keinen Tisch hier. Ich will jetzt auch nicht umziehen. Kommen wir mal zum letzten Paket. Solange es nicht krabbelt. Tschupp. Mütze runter. Schleim. Es ist eklig. Es ist Schleim. Ekliger Schleim. Blob. Schleim. Ist das eklig. Wobbel, wobbel. Lustig. Wie cool. So, kommen wir zur letzten Frage. Gab es ein Buch oder Film, von dem dir vorab so viel Angst gemacht wurde, dass du dich bis heute nicht herangewagt hast oder nur mit viel Überwindung lesen konntest? Ein Buch, bei dem ich vorab schon Angst hatte? Eigentlich nicht. Da würde mir jetzt auch keins einfallen, vor dem ich Angst hatte.
oder gehabt hätte. Nö. Ich bin da sehr offen. Ja, ich muss sagen, bei den ersten Fenster Extremromanen definitiv, die ich gelesen habe, sein Schmerz, war der erste, den ich gelesen habe, und der war schon brutal. Aber da hatte ich einen Respekt vor und schon wusste ich nicht, auf was mich einlassen würde. Aber sonst gab es kein Buch, vor dem ich irgendwie Angst gehabt hätte, vorher schon. Und ein Film, Paranormal Activity, habe ich bisher noch nicht angeschaut. Aber nicht, weil ich habe eigentlich keine Angst davor, aber irgendwie noch keine Zeit dafür gehabt. Aber irgendwie auch interessant und gespannt. Ich bin auch gespannt, was dabei rumkommt bei den Filmen. Oder auch so Filme wie Saw habe ich noch nicht gesehen und werde ich mir auch wahrscheinlich nicht ansehen. Aber auch weniger aus Angstgründen, sondern eher, weil ich es einfach nicht sehen will. Weil es mich nicht interessiert. Aber ne, eigentlich habe ich da nichts, was mich irgendwie vorher Angst gemacht hätte. Herzlichen Glückwunsch, du hast bestanden. Das Gold gehört nur dir. Nun dir. Yay, Gold. Gold, 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 Gold. Juhu, Gold. Gold, mein Schatz. Mein Schatz. Mein Schatz. Cool, Rang. Yay. Ach ja, echt cool. Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall sehr, sehr cool und sehr, sehr coole Idee, Niki. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Sehr, sehr cool. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie ich an der ganzen Sache. Das war das Dicky. Cool. Die Hand ist unheimlich. Weh. Der Schleim. Wobbel, wobbel. Wobbel, wobbel. Der ist so cool. Sieht auch so eklig aus. Seht doch mal das an. Sieht so eklig aus. Das war's mit dem Video. Es hat so, so super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Und schaut auf jeden Fall bei Niki vorbei. Und ich verlinke euch natürlich alle weiteren Leute, die mitgemacht haben, in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall auch bei ihnen vorbei. Vielleicht haben sie sich ja auch mehr erstreckt als ich. Oder hat vielleicht weniger Ahnung als ich bei der ganzen Sache. Ich bin eigentlich schon ein ziemlicher Experte in solchen Dingen. Aber der Schleim war schon sehr eklig. Und ja, damit war es mit dem Video. Ich weiß es nicht, ob ich jemanden taggen soll oder nicht. Für die Fragen, weil es ist ein Halloween-Tag. Ich tagge jetzt einfach mal keinen. Wenn ihr Lust habt, kann gerne die Fragen auch beantworten. Die Extras gibt es natürlich dann nicht dazu. Ich werde alle Fragen in der Infobeschreibung verlinken, falls ihr Lust habt, an diesem Tag mitzumachen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn man ein paar Leute dabei hat, die das auch machen möchten. Damit war es mit dem Video. Ich verabschiede mich und bedanke mich bei Niki für die ganz, ganz coole Idee mit den ganz, ganz coolen Extras, was sie sich für eine Arbeit gemacht hat. Und ja, bin gespannt, was nächstes Jahr bei rumkommt. Und damit war es mit dem Video. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.